Yo Leute, was geht ab? Hier ist der Lance, heute wieder mit einem kleinen Gameplay für euch. Und ja, heute am Freitag wieder mit Freaky Freestyle Friday. Wie soll es anders sein, selbstverständlich. Und kurz zum Gameplay. Im Hintergrund seht ihr ein Revelations Gameplay. Habe ich die Woche ein bisschen gespielt für Tutorials. Ich glaube am Wochenende war es sogar. Und ja, hat ein paar gute Sachen am Start. Eben die gepunchte Wunderwaffe hier, Shadows of Evil. Und die Lil Ani, Thundergun, weiß der Geier was alles, weil lief ziemlich gut, hab ich mir gedacht, spiele ich einfach mal ein bisschen eine höhere Runde und ich muss sagen, mega easy, also wirklich da gar kein Problem gewesen, die hohe, also was heißt hohe Runde, war jetzt Runde 60, aber auch bis zu knapp 2,5 Stunden gespielt, glaube ich, dann hatte ich keinen Bock mehr, auf jeden Fall, ja, war es dann auch mega verbuggt irgendwie komischerweise, ich hatte den komischen Keeper Protector Typen, ich glaube von Runde 30 bis Runde 50 oder so war er einfach am Start und hat mir alle Kills geklaut, so der Huren, Alter. Keine Ahnung, die Map leider noch ziemlich verbuggt oft, könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob es bei euch auch so ist. Ich habe ja schon mal geredet über die Texturen und so, die oft ewig lange laden und allgemein kommt es mir teilweise noch ein bisschen buggy vor. Zu viel Easter Eggs vielleicht reingepackt und ja, apropos Easter Egg, das wurde ja gestern endlich gelöst, ist ja wirklich tatsächlich das Easter Egg, das am längsten gedauert hat zu lösen, also das Main Easter Egg, das am längsten gedauert hat von allen Karten und Easter Eggs, die es bis jetzt gab. Und ja, jetzt ist es endlich gelöst und deswegen wird das Video auch wohl gar nicht so lange, denn ich will so schnell wie möglich das Easter Egg jetzt machen und das auf jeden Fall spielen und für euch das Tutorial machen. Das ist jetzt Priorität Nummer 1 fürs Wochenende und für heute auf jeden Fall. Und genau, aber ich will trotzdem ganz kurz euch noch erzählen, was die Woche so los war. Und ja, vielleicht habt ihr es mitbekommen, wenn ihr Fußballfan seid, dann wahrscheinlich Champions League ist losgegangen. Und ich war die Woche auch in der Allianz Arena, habe mir also das Spiel Bayern gegen Rostov angeschaut. Und 5-0 habe ich sogar getippt vom Spiel, easy win. Erste halbe Stunde war ein bisschen schwer, aber so im Endeffekt, ja, ungefährdet kann man sagen. Das erste Spiel gerockt und auf Kurs. Ja, so, sonst war die Woche eigentlich gar nicht so viel. Ich war wie immer trainieren, habe auch wieder Fußball gespielt. Dieses Mal leider nur 3-3. War ein entscheidendes Spiel gegen Platz 2. Das heißt, wir spielen noch um den Aufstieg mit. Haben dann in der 92. Minute leider das 3-3 kassiert. Malig gelaufen. Aber ist noch nichts vorbei. Können es immer noch schaffen. Sind noch 5 Spiele. Und da halte ich euch auch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ansonsten, was ist die Woche noch so geplant? Das Wochenende, wie gesagt, ich werde auf jeden Fall das Easter Egg machen und wenn das relativ zügig und zeitnah klappt, dann habe ich auch noch Zeit, das Tutorial zu machen. Gucken wir mal wann, ob es dann morgen oder Sonntag kommt, je nachdem wie aufwendig oder je nachdem wie schnell ich das Easter Egg schaffe mit meinen Jungs oder auch wenn die Jungs Zeit haben, keine Ahnung, muss ich erstmal, wie gesagt, jetzt im Anschluss an das Video mal alles abchecken, was hier abgeht. Und sonst, ist heute Bioshock The Collection noch rausgekommen, wollte es mir schon holen, würde ich nämlich mega, mega gern spielen. Allerdings habe ich jetzt leider keine Zeit, wie gesagt, dieses Wochenende ist das Main Easter Egg von Revelations dran. Nächste Woche, glaube ich, kommt Destiny, die Erweiterung raus, das will ich auf jeden Fall suchten. Und überhaupt, jetzt kommt fast im Wochentakt, kommen neue Spiele raus, wird sehr, sehr schwer. Da alles zu zocken und Bioshock sind halt auch noch drei Games, kann man sagen. Aber ich glaube, ich hol's mir trotzdem. Könnt ihr mal, schreibt mir das auch mal in die Kommentare, wer hat Bioshock gezockt, wer feiert Bioshock, würde mich mal interessieren. So, und ja, jetzt sind wir doch schon wieder bei 4 Minuten. Wie gesagt, lang wollte ich mir nicht machen, deswegen habe ich mir mal 3 Fragen rausgesucht. Und ich würde sagen, wir fangen gleich mal an. Erste Frage, Martin Fleißner fragt, Yo Lance, was ist dein Traumauto? Und ey, ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, was ist mein Traumauto? Ehrlich gesagt habe ich keins, weil ich nicht so der Autofreak bin. Auto, natürlich ist klar, soll nicht hässlich sein, soll auch ein bisschen Leistung haben und sowas, aber ich bin jetzt nicht so der krasse Autofreak, der da mega Wert auf weiß nicht was alles legt. Das Einzige, ich bin so ein kleiner BMW-Fanboy, kommt wahrscheinlich auch daher, dass ich ein Bayer bin und auch da in BMW-Stadt aufgewachsen bin, kann man sagen. Deswegen ist so BMW ein bisschen so meine Automarke. Und davon hätte ich tatsächlich, wenn ich mir ein Auto wünschen dürfte, ich weiß es gar nicht, entweder so ein i8 oder so, aber praktikabler und irgendwie auch ein bisschen geiler, vielleicht dann doch so ein M3 oder ein M6 oder sowas.
ja, keine Ahnung, irgend sowas. Auf jeden Fall, wie gesagt, so ein richtiges Traumauto habe ich eigentlich nicht, aber ja, weil ich nicht so der Autofreak bin. Genau. Dann, nächste Frage. Real Game. Go Hawks, schreibt er. Ich habe euch ja letzte Woche gefragt, ob ihr NFL guckt und so. Also er ist scheinbar ein Seahawks-Fan. Go Hawks Number 31. Wer ist denn 31? Ist das der... Cam? Ja, Canceller? Irgendwie sowas? Weiß ich jetzt gar nicht. Bin selber kein Hawks-Fan. Mag den Wilson zwar. Habe ich auch in meinem Fantasy-Team, aber er hat leider ein bisschen reingeschissen im letzten Spiel, nicht so viele Punkte gemacht, aber das ist ein anderes Ding. Auf jeden Fall, Go Hawks Nummer 31 fragt, welches ist dein Team? Ehrlich gesagt, habe ich nicht so ein richtiges Team. Ich war ganz früher, also wo ich noch sehr, sehr klein war, habe ich die Dallas Cowboys gefeiert, wo die mega gut waren und auch die Denver Broncos. Aber ich muss sagen, aktuell echt so ein richtiges Favorite-Team habe ich eigentlich gar nicht. Wenn, dann vielleicht die Giants sogar im Moment mit ja, Beckham, Manning. Manning habe ich sogar ein Trikot hier, ist auch mein einziges Football-Trikot, das ich im Moment habe. Würden wir aber auf jeden Fall noch eins zulegen. Und ja, wie gesagt, so richtiges Favorite-Team habe ich noch nicht. Mal schauen, vielleicht ergibt sich das die Saison noch. Genau. Und nur noch zwischendurch, weil ich es gerade liegen sehe. Habt ihr schon mal eine rote Banane gesehen? Jungs, ich war heute beim Einkaufen, geh so vorbei, denk mir, what the fuck is this shit? Verfaulte Bananen verkaufen die hier? Zeig's euch mal. Guck ich aufs Preisschild und so. Rote Bananen. Jungs, ich bin 32 Jahre alt, ich habe in meinem ganzen Leben noch keine roten Bananen gesehen. Ich werde das Ding nachher vielleicht noch essen. Wobei, ich werde es nicht essen, mein Arbeitskollege hat es nämlich auch gekauft und der hat gesagt, die ist noch nicht reif. Mal schauen, auf jeden Fall, weiß ich nicht, vielleicht wird die noch röter. Auf jeden Fall noch nicht reif, aber ich werde das Ding mal essen. Schreibt mir bitte in die Kommentare, ob ihr jemals in eurem Leben rote Bananen gesehen habt. Holy fuck, ich bin richtig aus allen Wolken gefallen. Aber egal, um das soll es jetzt gar nicht gehen. Letzte Frage für heute. Und zwar fragt Icarus, yo Lenz, wir haben echt ein unterhaltsames Video. Vielen Dank, Digga. Kommen demnächst mal wieder ein paar Streams und oder Community-Aktionen. Ist aktuell so richtig nichts geplant. Ihr wisst selber, ich würde sehr gern mehr streamen. Allgemein, ich habe ja ewig nicht mehr gestreamt, kann mich schon gar nicht mehr erinnern. Ich glaube, ich war noch Advanced Warfare Zeiten, also das ist schon ein Jahr her wahrscheinlich, nicht ganz, aber fast. Ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, so richtig nicht geplant. Aber was sehr gut sein kann, ist, dass ich, also jetzt, wenn man mal Community-Aktion so nehmen will, dass ich mit Abonnenten zock, besonders mit dir zum Beispiel, Icarus. Ich weiß ja, du hast Destiny und bist da auch gut dabei und ich suche immer wieder mal Destiny-Spieler, sei es Raid oder irgendwelche Activities, wenn irgendjemand nicht online ist und so. Also das kann gut sein, dass ich da mal mit dem einen oder anderen Abonnenten auch spielen werde. Also wenn ihr auf der Xbox One unterwegs seid und Destiny spielt, addet mich da ruhig mal, schreibt mir auch eine Nachricht, wenn es ist, dass ihr gerne mal Destiny spielen würdet. Und wenn ihr dann zufällig online seid und ich spiele, kann es gut passieren, dass ich euch da einlade, wenn noch ein Platz, ein oder zwei Plätze frei sind. Optimalerweise habt ihr dann natürlich noch Teamspeak, denn wir labern meistens über Teamspeak. Ja, wie gesagt, gut möglich, dass wir da mal zusammen zocken, wenn ihr Bock auf sowas habt. Und ja, trifft sich halt besonders gut bei Destiny und das kommt, wie gesagt, ich glaube nächste Woche raus. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Deswegen bin ich auch froh, dass die Easter Egg gelöst wurde, damit ich das ganze Zombie ja, mit dem Tutorial so ein bisschen abschließen kann. Also, dass ich da keinen Druck mehr habe und nächste Woche dann entspannt ein bisschen Destiny grinden kann. Mal schauen, vielleicht bringe ich da auch ein Video zu. Höchstwahrscheinlich wird dann nächste Woche Freitag ein Destiny-Gameplay kommen im Hintergrund. Ja, da freue ich mich drauf. Und sonst gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Sie haben die 9 Minuten jetzt mittlerweile wieder gerissen. Wie gesagt, ich setze mich jetzt gleich, mache das Video fertig und danach werde ich mich an das Easter Egg setzen und hoffentlich geht das jetzt ziemlich schnell und dann mache ich gleich das Easter Egg Tutorial für euch. Seid da auf jeden Fall gespannt. Ich hoffe, das kommt noch dieses Wochenende, morgen oder Sonntag. Und ja, Wetter wird ja nicht so geil, also bei uns hier in München zumindest nicht. Das heißt, am Wochenende habt ihr Zeit zu zocken, also wenn es ist, macht dann das Easter Egg auf jeden Fall nach, wenn ihr Lust drauf habt. Ja, wie gesagt, ich bin raus, Jungs, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und wir sehen uns demnächst mit einem neuen Gameplay. Haut rein, euer Lenz. Wiederschauen!